Buonasera, buonasera zu Filmgeschmack, deiner Kinoküche. An den Brenneisen erfreut uns heute wieder unser ehrenwerter Don Jonas. Zu Gast ist heute unser Familienmitglied Paolo. Das Menü des Tages ist heute Spaghetti alla Corleone. Es wird ein Rezept sein, das Sie nicht ablehnen können. Hallo und herzlich willkommen zu Filmgeschmack, die Kinoküche. Heute sind wir ein bisschen kriminell und auf Gangster unterwegs. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, um welches Gericht es geht. Der Paul hat uns da was mitgebracht. Hallo Paul. Grüß dich Jonas. Ich habe hier ein ziemlich geiles Bild. Ich glaube, du erkennst den Film wahrscheinlich auch schon. Geil. Der Pate. Und ich meine, man sieht es schon, es ist ein italienischer Film, italienisches Essen. Ich liebe italienisches Essen. Ich mache schon mit der Hand so, ich liebe italienisches Essen. Und die Frage ist, sieht es im Film nur so gut aus oder schmeckt es auch wirklich gut? Ja, mega. Mhm. Ich stelle das mal kurz weg, um zu erklären, was wir da haben heute. Und zwar machen wir heute die Meatballs selber, die es da dazu gibt. Wir machen eine super geile Tomatensauce, dazu gibt es eine Salsiccia. Und so als Zutaten noch dazu vielleicht haben wir ein bisschen Parmesan, ein paar frische Kräuter, Schalotten, Pinienkerne, Wurzelgemüse. Ich fange mal an mit der Tomatensauce, dafür habe ich ein bisschen Wurzelgemüse, das heißt Lauch, Karotte, Sellerie und gebe das hier schon mit Olivenöl in einen Topf. Da achte ich jetzt drauf, dass das nicht zu viel Röstaromen kriegt, aber sich quasi das Gemüse schon mal ein bisschen öffnet. Das heißt, ich schwitze es an, gebe da auch gleich ein bisschen Salz dazu, damit die Flüssigkeit rauskommen kann und das ein bisschen den Geschmack rauszieht. Und dazu gleich eine Knolle Knoblauch. Die drücke ich nur an und gebe sie dann ganz dazu, weil wir das Ganze am Ende sowieso mixen und ich dann das volle Aroma in meiner Soße habe. Wir machen nachher die Meatballs selber. Dazu habe ich drei verschiedene Fleischstücke mir ausgesucht. Und zwar einmal, also die Fleischstücke vom Rind, einmal Bug, das heißt aus der Brust, einmal aus der Keule, ein bisschen was Fettigeres. Der Bug ist ein bisschen grobfasiger, das heißt viel Geschmack. Und einmal ein bisschen Speck vom Schwein, damit wir da auch was Rauchiges drin haben. Und ein bisschen was Fettiges für die Flüssigkeit. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr keinen Fleischwolf habt, das ist eher unüblich, das Fleisch beim Metzger schon durchlassen oder eben einfach fertiges Hackfleisch kaufen. Solange das Gemüse hier ein bisschen anschwitzt, lasse ich schon mal das Fleisch durch. Genau. Ja. Später kommt die Wurst dazu. Das ist eine Salsiccia, klassisch italienisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das im Film auch so angedacht haben, so eine Wurst dazu nehmen. Jetzt wird mein Gemüse schon langsam braun. Da gebe ich jetzt noch die Tomaten dazu. Das stoppt quasi diesen Röstungsprozess. Durch die viele Flüssigkeit gibt gleich noch ein bisschen Tomatenmark rein. Also einfach, um ein bisschen konzentrierteren Geschmack zu kriegen. Ich habe jetzt hier mein durchgelassenes Hackfleisch. Da gebe ich jetzt einfach mal noch ein paar Pinienkerne dazu. Krass, das habe ich noch nie gesehen. Klassisch für Italien. Einfach, um ein bisschen einen Crunch reinzukriegen. Dann mache ich ein bisschen Parmigiano rein. Einfach, um diese Fleischbällchen ein bisschen besonderer zu machen als jetzt normale Fleischbällchen, weil wir wollen ja auch irgendwie den Geschmack rauskitzeln. Das kann man auch im Endeffekt ohne machen, aber das Hackfleisch dann einfach gut abwürzen. Dazu Salz. Hier die Tomatensauce, also der Ansatz, wird jetzt schon ein bisschen braun unten. Das heißt, das Tomatenmark hat sich wieder abgesetzt und karamellisiert. Und jetzt gebe ich da ein bisschen Rotwein drauf. Und den lasse ich einkochen. Ich gebe jetzt noch zu den Fleischbällchen ein bisschen Schalotte. Ich nehme extra keine Zwiebel, um das ein bisschen feiner zu lassen. Die Zwiebel hat immer ein sehr starkes Aroma. Und die Schalotte ist ein bisschen süßer, ein bisschen feiner. Hier einfach in grobe Würfel. Wusstest du, dass der Marlon Brando, der hat ja so eine Katze und der hat diese Katze einfach nur gefunden, also diesen Streuner. Die ist ans Set gelaufen und die haben irgendwie gut harmoniert und der hat sich gut mit der Katze verstanden und die haben die dann spontan quasi mit reingenommen. Hab ich so gelesen. Ja, ich kann mich erinnern, dass diese Katze da echt gut reingepasst hat. Also die hat sich da richtig wohlgefühlt auf dem Schoß von ihm und hat sich da rumgeregelt.
Ja. Witzig. Also echt ein cooler Zufall. Ja. Ich habe jetzt hier zur Hackmasse noch ein bisschen, also ein Ei dazu gegeben. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Semmelbrösel dazu, die sind ein bisschen gröber. Einfach für die Bindung, dass es nicht so auseinanderfällt. Die Masse sieht jetzt schon ganz gut aus, die klebt gut, ist nicht mehr so flüssig durch die Semmelbrösel. Ja, in dem Film haben die ja so richtige Kugeln, so Fleischkugeln gehabt. Die hast du ja normalerweise in der Bolognese gar nicht so. Das ist schon irgendwie ein Unterschied, glaube ich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so Spaghetti Meatballs, das kennt man jetzt auch eher aus Amerika, würde ich sagen. Kannte ich jetzt gar nicht so, dass die Italiener das so viel machen. Aber die Salsiccia, wie gesagt, ist schon sehr typisch italienisch. Ich gebe jetzt zu dem Wurzelgemüse gleich die Tomatensoße dazu, also die passierten Tomaten. Und mache da gleich noch ein bisschen Lorbeerblatt dazu. Die passierten Tomaten, die ich jetzt dazugegeben habe, die könnt ihr natürlich auch selber kochen daheim. Dafür entweder die Tomaten in kochendes Wasser schmeißen, einmal kurz anritzen, rausnehmen und die Schale abziehen. Das geht dann relativ einfach, die müssen auch nicht lang ins Wasser. Oder ganz fein, also ganz stark runterkochen und dann durch ein Sieb passieren, damit ihr eben diese Schale nicht mehr in der Soße drin habt. Ich habe jetzt auf die Hackfleischmasse noch geräucherte Paprika. Geht natürlich auch edelsüße Paprika. Ich finde das ganz nice, wenn ich jetzt eh schon den Speck drin habe, um dieses Rauchige noch mal ein bisschen zu unterstützen. Ich schalte jetzt die Tomatensoße auf eine niedrige Flamme, dass die schön einköchelt und das Wurzelgemüse schön weich wird. Und mache mir jetzt hier schon die Pfanne an. Für die Meatballs gleich und die Salsiccia. Und jetzt fange ich mal an mit den Hackbällchen. Ihr könnt euch die natürlich vorrollen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher im Handling. Ich mache das im Endeffekt gleich in die Pfanne rein, während mein Nudelwasser schon heiß ist. Oh, und ich mache natürlich noch frische Petersilie rein, sehe ich gerade. Damit wir da auch ein bisschen frische Kick drin haben. Den gerne so ein bisschen zusammenknüllen, dann habt ihr es leichter beim Schneiden. Immer wichtig, ein scharfes Messer, damit er nicht so gedrückt wird und sein Aroma im Brett verliert, beziehungsweise einfach so gequetscht wird. Und dann gerne auch ein bisschen gröber lassen, weil umso mehr man den hackt, umso brauner, grauer wird es und diese ganze Flüssigkeit, also der ganze Geschmack geht raus und landet dann nicht im Essen, sondern auf dem Brett oder in der Luft. Jetzt bei den Fleischbällchen ist es eigentlich gar nicht wichtig, dass ihr die in der Pfanne mega durchbratet, weil die nachher sowieso noch in die Soße kommen. Im Film hat er jetzt die Salsiccia ganz gelassen. Ich würde die jetzt trotzdem hier mal ein bisschen schneiden, damit wir das auch ein bisschen aufteilen können und das hier noch alles in die Pfanne passt. Hier schauen wir einmal kurz in die Tomatensoße rein. Jawohl. Da gebe ich jetzt noch ein bisschen Rosmarin dazu. Das ist auch so ein typisches Thymian. Italienisches Gewürz, total. Oder? Total. Und mixst du die gleich mit? Du meinst ja, du passierst das dann oder nimmst du die Stiele dann also noch mit raus? Genau, die festen Stiele nehme ich nachher wieder raus. Da hat sich dann auch meistens schon das Grüne abgelöst, also die kleinen Blätter. Und die kleinen Blätter mixe ich dann mit, aber die Stiele lasse ich ganz raus. Die kriegt der Mixer auch meistens nicht klein. Okay. Jetzt versuche ich hier die Salsiccia auf ihre Schnittflächen zu geben, dass sie schön anbraten kann. Und fange da jetzt auch schon an, die Fleischbällchen zu drehen. Die, wie ich finde, ziemlich cool aussehen. Ich brate jetzt die Hackbällchen von außen mit viel Röstaroma. Also ich lasse sie ein bisschen liegen, um hier eben diese braune Farbe zu erzeugen. Und es ist aber auch nicht schlimm, wenn die in der Mitte noch ein bisschen roh sind, weil ich die nachher alle in die Soße reinschmeiße, genauso wie die Würste. Und da kochen sie nochmal, da verbindet sich dann alles und da garen sie dann zu Ende. Was sind denn so deine Lieblingsgangsterfilme, Jonas? Also ich finde das Scarface, auch wenn es ziemlich brutal ist und manchmal ein bisschen weird, finde ich schon sehr gut. Die sind ja beide auch so, also im Endeffekt der Scarface, man weiß immer nicht so, habe ich das Gefühl, ist er jetzt so ein bisschen blöd und hinten dran oder ist er ein Fuchs und macht es deshalb alles so. Aber ich habe gehört, dass man sich auf jeden Fall Goodfellas noch anschauen sollte. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Aber für mich der absolute Klassiker und auch mein Favorite ist die Pate-Reihe. Aber wie gesagt, gleich dahinter kommt auf jeden Fall Scarface. Okay, also auf die Watchlist packen wir Scarface,
Der Pate und Goodfellas noch. Ja. Jetzt wird's kurz laut. Ich mixe jetzt mal diese Tomatensauce mit dem ganzen Gemüse drin. So laut wird's nicht, Paul. Nimm noch mal den Deckel von dem Topf runter. Genau. Und jetzt nimm mal die Spaghetti in die Hand, in beide. Genau. Und gib denen mal so einen Twist wie bei Mikado. Unten drehen und oben drehen in die andere Richtung. Okay, und dann so? Fallen. Genau, und dann fallen lassen. Okay. Ja, sehr schön. Das kannte ich auch noch nicht. Und dann fallen sie schön in den Topf und spalten sich gleich auf. Und da, bei den Nudeln, immer viel Salz und da nicht sparen. Zu der Tomatensauce gebe ich jetzt noch ein Stück Butter. Dann verbindet die sich schön und wird noch ein bisschen reichhaltiger. Ich meine, wir haben ja noch nicht genug Fett im, Fett geht im Fleisch. Und die ist jetzt auch so ein bisschen rough, die Tomatensauce. Also man sieht so noch so ein bisschen die Stücke von dem Wurzelgemüse. Ist aber gar nicht schlimm, weil wir im Endeffekt auch die Meatballs da drin haben und die Salsiccia. Und jetzt gebe ich schon mal die Meatballs und die Salsiccia da rein. Dann können die nämlich fertig garen in der Soße. Alles klar. Geben die auch nochmal Fett in die Soße ab. Genau. Zur Butter noch ein bisschen Fett. Aber das ist alles Geschmacksträger. Pasta, so eine Spaghetti in der Regel 8 bis 10 Minuten. Man kann sich das schon dran richten, was auf der Packung steht, aber ich würde da jetzt nicht so komplett blind drauf vertrauen, sondern immer Form rausnehmen, nochmal eine Nudel probieren, wie weit es wirklich ist. Und daran dann festmachen, ob es schon lecker ist, beziehungsweise ob es schon weich ist. Ich habe auch noch einen Nudeltrick für dich. Wenn du die Nudel in den Mund steckst, und dann kannst du so tun, als wenn du so deinen Nacken knackst. Ja, das hört sich ja schon eklig an, obwohl ich weiß, dass es nur ein Trick ist. So, bis wir jetzt hier fertig haben, reibe ich noch mal ein bisschen Parmesan, den wir dann oben drüber geben können. Boah, das ist schon herrlich hier. Da sieht man, wie die Hackbällchen und die Salsiccia, die Wurst, die Soße schön aufnimmt und sich das schön drüber legt. Und riecht jetzt nach Kräutern und Knoblauch und frischer Tomate sowie der eingekochten Tomate. Super. Wir kommen zum Endspurt. Die Pasta sollte fertig sein. Die gieße ich jetzt ab. Und davor tue ich noch ein bisschen Nudelwasser in die Soße. Ach krass, wofür das? Die Stärke, die da drin ist, also die Nudel freigegeben hat quasi. Und das Salzige, das gibt der Soße noch mal so ein bisschen eine Sämigkeit. Und ein bisschen Bindung, dass das alles schön zusammenhält. Und natürlich auch die Würze von dem Salz, das drin ist. So, die Pasta gebe ich wieder zurück in den Topf. Also ich gebe erst immer ein bisschen Soße rein und tue danach dann die stückigen Sachen dazu. In dem Fall jetzt die Meatballs und die Wurst. Dann weiß ich ganz genau, wie viel ich drin habe und dass es eben nicht zu flüssig wird. Jetzt holen wir uns mal einen Teller. Jetzt geht's gleich schon ans Essen. So, Paul, wie du das vielleicht schon aus dem Film kennst, mit den Gefallen. Ich habe jetzt hier eine wunderbare Meatball-Spaghetti-Pasta für dich gemacht. Und vielleicht komme ich irgendwann auf dich zu und werde diesen Gefallen einfordern. Vielleicht auch nie. Ja, mit einem Angebot, was ich nicht ausschlagen kann. Wenn ihr daheim so eine Pinzette habt, ist es natürlich mega, um das schön anzurichten. Entweder ihr legt es genau gleich so auf den Teller oder im Endeffekt so, gibt dem einen kleinen Twist. Und wenn man das dann so fallen lässt, dann hat es so eine schöne Spirale da drin. Und dann kommen jetzt da dazu unsere schönen Meatballs, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Wurst. Und damit wir da natürlich auch nicht zu wenig Soße haben, davon noch ein bisschen was. Du hast es einfach drauf. Danke, Paul. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen mit Basilikum rangehen. Schön italienisch. Schön farbenfroh. Es macht immer gleich was her, wenn man da ein bisschen frische Kräuter nimmt. Noch ein bisschen Parmesan drüber. Frisch gemahlener Pfeffer. Wie im Film. Guck mal, wer das mit dem Bild vergleicht, hat schon... Ich finde auch.
schon gut geworden. Sieht super aus. Jetzt, Paul, ist gleich Spaghetti, wollte ich schon sagen, Besteck. Natürlich kein Messer heute, nicht, dass die italienische Oma zuschaut. Ich will natürlich nicht, dass du alleine trinkst. Denn nur ein Schwein trinkt allein. Ich habe auch noch ein gutes Rezept, vielleicht zum Abschluss. Das ist eigentlich relativ simpel. Man nehme eine Flasche Wein und schütte sie in den Kopf. Prost. So, Paul. Ich werde es mal mit dir probieren. Nimm mal bitte schon eine Gabel. Okay. Und sag mir, von allem alles gleichzeitig? Das wäre natürlich am besten. Oh, das wird schwierig, Paul. Soll ich dir vielleicht eine Kelle bringen, dass du das da besser drauf kriegst? Okay. Spaghetti muss man so essen. Keine Scham. Mm. Sehr gut. Wow. Viel Geschmack drin? Wow, ist das krass. Boah. Nochmal kurz für euch zur Zusammenfassung. Ob ihr jetzt da wirklich eine Salsiccia nehmt oder die Pinienkerne reinmacht, das liegt ganz bei euch. Ihr könnt auch nur Schweinehackfleisch nehmen oder eben das halb-halb machen. Aber im Endeffekt eine gute Tomatensauce, vielleicht nicht nur die passierten Tomaten mit Salz und Pfeffer würzen, sondern auch ein bisschen frisches Wurzelgemüse rein und das dann pürieren. Das habt ihr gesehen, dauert vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten, bis es fertig gekocht ist. Die Hackfleischmasse kann man noch gut abwürzen mit ein bisschen Parmesan, ein bisschen Zwiebeln oder Schalotten. Also da einfach mal ein bisschen was ausprobieren und ein bisschen spielen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dem Paul, wie ihr seht, dem schmeckt's. Ich werde definitiv nachkochen. Ja, ich hoffe, ihr kocht's auch nach. Schaut doch mal wieder rein bei Filmgeschmack, die Kinoküche. Und klickt ein Video weiter. Paul, es hat mich sehr gefreut, schön, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Und das Angebot kannst du nicht abschlagen.